Hallihallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Space Engineers mit dem guten Wellcry. Moin, hallo, einen schönen guten Tag. Hui. Wir sind gelandet. Ja. So, wir haben noch ein paar Fläschchen dabei gehabt, O2-Fläschchen. Mhm. Das ist natürlich jetzt für mich gerade ganz toll gewesen. Wo, sag mal, haben wir unsere Sitze abgebaut? Ich habe mich abgebaut, ja. Achso, mindestens einen für den Strom. Wieso? Anzugstrom. Achso, Gut, ich wähle in der Zwischenzeit mal Moment. Oben die Basis an. Passagiersitz, wähl mal ruhig an. Anzugstrom, genau. Moment, ich habe die abgebaut, weil ich mir dachte, wir können ja noch besser anwählen. Wir können jetzt entscheiden, ob wir auf der Base rauskommen wollen oder direkt auf dem Zwergwellkreuzer. Ich wähle direkt den Zwergwellkreuzer an. Ja. Geht lädt. Ich hatte den nur abgebaut, weil ich mir dachte, ich baue das Gyro ab, weil wir mit dem Buggy hier durchfahren wollten, bis du dann auf die gekommen bist, das Ding ist der Buggy. Das Ding ist der Buggy. Das wird noch ziemlich geil. Also sowas zu bauen haben wir auch noch nicht gemacht. Nee. Ein bisschen nur Schiss wegen irgendeiner. Aber der wird wieder wiegt natürlich ewig viel, ne? Weil das sind halt gepanzerte Blöcke, ne? Ja gut, aber das ist ja als Zentrum ist es ja in Ordnung. Ja, und ringsrum können wir ja leichte Blöcke setzen. Ringsrum kommt Vorsicht, gar nichts mehr, glaube ich, ja. Vorsicht, wegen. Du weißt schon. Nee, das wird gehen. Sonst würde ja auch diese Station, die Steuerstation. Oh. Ich sehe leider keinen Horizont. Bei mir ist es durchsichtig. Ich sehe auch gerade nichts. Ich gehe einfach mal testhalber durch. Ich gehe hinterher. Oh, ich bin draußen. Ich auch. Okay, aber wir sind nicht an dem Kreuzer rausgekommen. Ja, okay, das passiert schon mal. Ach so, weil die zu nah zusammenstehen. Die haben dieselbe Adresse. Nee, die haben zwei. Also ja, die haben dieselbe Adresse, aber ich glaube, da wird immer irgendeiner angewählt. Jo, aber das passt ja. Also wenn unser Kreuzer jetzt weiter weg wäre, dann wäre es wieder Wumpe, weißt du so? Ich muss auf jeden Fall einsteigen und den mal ein bisschen gerade bewegen. Den Kreuzer? Ja, der ist schon wieder ein bisschen in Schrieflage, das gefällt mir halt. Ja, okay. Sicherheitshalber, da merkst du aber gar nichts von, Will. So, Räder, nee, heißt es Reifen? Nee, wie heißt es denn? Wheel wahrscheinlich, ne? Ja. Es gibt Radaufhängung, Wheel Suspension, gibt's groß, klein? Oh, nee. Ist das heftig. Ups. Große Schiffstation, kleine Schiffstation. Es gibt auch nur eine Radaufhängung, einmal ein. Oh, und es gibt auch 5x5, ne? Du, mittlerweile. Ja, wir brauchen die größten, die es gibt. Ja? Ja. Weil dadurch, dass der Planet auch ein bisschen uneben ist. Oh, da brauchen wir viel Materialien. Da muss aber eine alte Frau lange für teleportieren. Wie wollen wir denn das ganze Materialien damit runterkriegen? Ja, im Augenblick bleibt uns erstmal noch nichts anderes übrig, als das Zeug händisch rüber zu schaffen. Weil wir haben ja keine andere Möglichkeit. Wir können ja kein Cargo durchkriegen. Oder? Es sei denn, wir bauen uns irgendwie ein Cargo-Fahrzeug, mit dem wir darüber juckeln, irgendwie so. Aber dann müssten wir halt ein Fahrzeug, dann müssten wir das Gyroskop vorne abnehmen und dann sowas wie ein Mini-Jeep mit einem Cargo-Container oder sowas. Aber der muss auch so klein sein, dass der da durchpasst. Also viel passt dann und in den Cargo-Container. Explodiert. Ja. Und vor allem dann kommt er auf der anderen Seite ja raus und da ist ja gar kein Platz. Da muss das Gyroskop muss ab halt und das Problem ist, du wirst mit dem ja nicht wieder zurück. Ja, du musst dann, wenn das Dach jetzt sich geschlossen hat, musst du rückwärts durchs Garret fahren, weil du kannst ja auf dem Ding, es schwebt ja in der Luft quasi, so wie das. Wir müssen die vordere Solarpaneele abnehmen und dann so eine Art Mini-Landefläche bauen, damit der da drauf wenden kann. Nö, der kann ja auf den Solarpaneelen wenden, theoretisch. Echt? Ich weiß es nicht, du. Ich habe halt ein bisschen die Bammel, dass der uns runterfällt. Ja, und dann also kriegen wir das, den dann wieder drauf. Das Wheel Suspension Kit 5x5 ist aber echt groß, ne, wenn ich das hier mal hinstelle. Du hier. So. Ja, ja. Aber wir brauchen auch diese großen Räder, weil die, wie gesagt, die durch die Unebenheiten. Also da bräuchten wir 20 Motoren für. 20 ja, gut, große Stahlrohre. Warte mal, ich versuche mir mal was zu besorgen eben hier. Ja, und ich muss mir mal ganz kurz. Wir haben doch noch irgendwo bessere Werkzeuge hier. Ja, sonst stellst du welche her. Also ich habe 100 Motoren, das reicht für 5 Räder. Wir machen aber erstmal nur 4. Wir sollten 6 Räder dran machen, glaube ich, ne? Ich mache erstmal 4 am Anfang, genau. Ja, Motoren, Stahlrohr, groß, brauchen wir,
Wie viel brauchten wir dafür? 20 Motoren, also 80 Motoren, 80 große Stahlrohre. Sekunde, ich arbeite dran. Mhm. Stahlrohr. Rühr. Kriege ich nicht okay. alle mit? Okay, ich baue gerade meine Werkzeuge zusammen. 60 kriege ich mit. Ich kriege 80 Motoren und 60 Stahlrohre mit. Ich kann nur noch mal 80 kleine Stahlrohre einpacken. Mhm. Also du müsstest noch mal 20 große Stahlrohre sonst mitnehmen. Habe ich dabei? Ja, hast du 20 große? Ja, das ist 20 gut. Große. Die Stahlrohre klein brauche ich mehr. Da brauchen wir 4 mal 3, 120. Moment, Stahlrohr klein. Habe ich mit, 120 kleine Stahlrohre habe ich. Okay. Stahlplatte bräuchten wir 70 pro Rad. Mal 4 sind 280, ne? Ja. Kannst du 280 Stahlplatten mitnehmen? Moment, ich prüfe das. 280? Ja. Habe ich? 70 mal 4 sind doch zu 28, ne? Ja, genau. Und dann würden noch 200 Herstellungskomponenten. Nee, Quatsch. 40, 160 Herstellungskomponenten fehlen. Habe ich? Ja, das wär's. Theoretisch. Für die Wii Suspension Kit. 2 Motoren und Stahlrohr groß und klein habe ich. Für okay, 4 Stück. Lass uns wieder rüber. Weil dann müssen wir das nicht so oft aktivieren. Ich weiß nicht, wie viel Strom das da drüben zieht, weißt du? An dem ja. Ding da unten. Okay. Jetzt wird, also ich denke mal auf Dauer, wenn wir aus nicht drum rumkommen, auch an dem Ding einfach einen Reaktor irgendwo zu befestigen, einfach um durchgehend auch die Batterien zu laden. Ja, ja. Oh, apropos Dings aufladen. Ich habe 61,60 Strom noch. Ob wir die eben hier aufladen oder ob wir das da unten machen? Ich würde das unten im Sitz einfach machen, ja, weil dann sind wir schon mal da. Dann können wir schon mal loswerkeln und vor allem können das Zeug nacheinander durchschweißen. Jetzt aber. Mal gucken, ob ich jetzt hier ein eigenes Horizont kriege. Also den schönen habe ich sowieso nicht bekommen. Also die Animation kriege ich sowieso nicht als Mitspieler, komischerweise. Also jetzt bei mir ist alles perfekt gelaufen. Jetzt ist auch hier alles perfekt gelaufen. Genau, also ich kriege die Animation halt nicht. Ist es dann plötzlich einfach da. Wir müssen bloß aufpassen, nicht versehentlich durchzugehen, solange die Dinger leuchten. Also bis jetzt. Ach, jetzt dürfte ich durch, genau. Ja? Jetzt kannst du durch, wenn die Dinger nicht mehr. Also, wenn das Ding aus ist, dann kannst du durch. Wenn du zurückgehst, dann zerbrätst du hier. Und, Will, wie ist so auf dem Sitz? Ganz gut. Guck mir doch nicht beim Sitzen zu. Setz mich auch mal. Sicher ist sicher. So, jetzt ist nur die Frage: Wie montieren wir die Dinger? Wir hatten ja mal dieses Problem, oder ich hatte dieses Problem irgendwie. Ja, hinten halt dran, oder? Hier nein, ja, Seite. Aber ach, wie erkenne ich denn, wann es richtig rum ist, Mensch? Oh, das muss irgendwie nach oben oder unten sein, ne? Nach oben, glaube ich, muss diese Achse zeigen. Wir müssen die seitlich ranmachen oder müssen wir von unten ranmachen? Na, seitlich irgendwie müssen die dran. Mach mal, probier mal, ich schau mal, ob das so halbwegs hinhaut dann. Nee, ich drehe es jetzt gerade ganz wild in irgendeine Richtung. Ja, weil es müssen nämlich auch, die müssen auch drehbar sein irgendwie. Ich weiß nicht mehr genau, wie das war. Aber das finden wir schon raus. Wir bauen jetzt einfach mal eins und das können wir dann immer wieder... Ich erkenne ja nicht mal, wo der Reifen später dran kommen soll irgendwie so. Wo ist denn, weil es hat nichts Rundes halt irgendwie an sich, ne? Also ich kann ihn generell nirgendwo ransetzen gerade, weil wahrscheinlich noch ein zweiter Block hier drunter muss irgendwie, oder? An einem Block kann ich es nicht ransetzen, kann das sein? Ich muss es an zwei Blöcke ransetzen. Möglich. Es sei denn, wenn du mal nicht das 5x5 Suspension Kit, sondern das 3x3. Ich weiß nicht, ob das 5x5 nicht ein bisschen arg large ist irgendwie so. Nee, es ist ja auch ein large, also es ist ja eine Basiskonstruktion letzten Endes, ne? Also ich kann das hier hinbauen, theoretisch. Mach mal. Warte mal kurz, ich schau mal gerade ganz kurz, dass das, Ach, ich kann es sowieso nicht setzen, weil ich keine Stahlplatten habe. So, deshalb kann ich es nicht setzen. Generell fällt mir jetzt gerade mal so ein. Ich habe gar keine Stahlplatten dabei. Ach so.
Ne, die hast du ja alle. Das Suspension Kit, ja, Moment. Wieso? Das Suspension Kit ist doch richtig, oder? Ja. Ja. Also ich habe jetzt die Mats fürs Wheel Suspension 5x5 left, irgendwie so. Ja. Warte mal kurz, da war noch irgendwas anderes. Es gibt auch die normale Radaufhängung 5x5. Radaufhängung. Das ach, die braucht ja viel weniger irgendwo an Materialien. Da haben wir ja viel zu viel mit. Müsste dieses Ding hier sein. Die Radaufhängung. Die Radaufhängung 5x5 ist das. Ja, doch, das ist die. Die Radaufhängung 5x5. Boah, ja. Muss das sein. Radaufhängung 3x3. Radaufhängung 5x5. Ah, die kann man hier nicht setzen. Ah, nee, du auch nicht. Ja, wahrscheinlich wegen dem, weil das Solarpanel blockt das, weil das Rad im Weg ist quasi. Aber wenn du es genau an die Ecke hier hinten setzt. Aber dann mal so rum. Jetzt müsst gehen, warte. Oh, da bist du. Das sieht optisch, also wenigstens da draußen einen Reifen dran zu erkennen. Soll ich mal schweißen ein bisschen? Schweiß mal, ja. Stahlplatte, komm, du musst machen, Stahlplatte. Moment, ich habe die falschen Werkzeuge immer noch eingepackt. Muss nochmal kurz umswitchen. Bin dran. Stahlplatte fehlt noch. Was? Okay. So schaut das jetzt aus, das Ding. So, mal von außen angucken. Gar nicht mal so groß, eigentlich. Jetzt müssten wir es halt noch. Warte mal, ich probiere jetzt mal was. Und zwar, wir müssten das Ding halt jetzt irgendwie noch runtersenken. Versuch mal zu steuern. Du hast ja eine. Beschreib mir mal, was du versuchst zu steuern, und ich sag dir, wie es sich bewegt. Was hältst du davon? Das müsste man ja sehen können, ne? Also, ich sage jetzt aktuell die Höhe. Mach mal höher oder sowas, ja? Passiert gerade noch nichts. Doch, es geht hoch. Jetzt bewegt es sich nach oben. Und jetzt nach ganz unten? Jetzt bewegt es sich auch nach unten, ja. Das ist schon mal gut. So ist ganz unten. Ja, das ist 1,50. Ganz unten. Ja. Das kommt hin. Kann man das so? Das hat sich hier außen hat sich dann bewegt. Direkt außen an der Kante. Quasi nur genau, die Radnabe. Genau, da geht ja auch der. Dann hängt das aber jetzt richtig rum, wenn du mich fragst. Das sieht ziemlich gut aus. Nee, die ersten Räder habe ich auch montiert. Ich setze mal auf 1 Meter hoch. Circa. Wir müssen das bei allen dann gleich machen. Naja, okay. Weil da haben wir noch 50 cm Luft quasi nach unten. Genau. Ich versuche mal mein Glück hier auf der rechten. Ah ne, ich habe keine Stahlplatten, ich kann es eh nicht montieren. Warte, ich mach wieder. Aber ich will mal gucken, ob ich es jetzt richtig montieren würde. So rum wäre richtig rum. Ja, okay. Ich hätte jetzt auch den Dreh raus, wenn ich es könnte. Ich glaube so rum, aber ich bin mir jetzt nicht sicher. Warte mal kurz. Ja, so muss es passen. Aber ich sehe den Reifen gar nicht. Nee, weil der Reifen nicht dran ist. Aber drüben war doch der Reifen dran. Wir müssen nachträglich dran bauen. Ja. Nee, drüben war doch der Reifen dran. Ja, der geht hier nicht ran, weil wir hier einen Boden haben. Wir müssten jetzt, warte mal, das mache ich mal. Kostet das dann mehr Materialien? Das kostet doch mehr Materialien, ne? Warte mal. Wollen wir den Boden wegnehmen? Ich nehme den gerade mal weg, damit wir das neu setzen können. Nimm mal die Ressourcen noch mal raus. Ich sehe dich gar nicht. Ich sehe dich gar nicht. Unten im Loch. Ich sehe auch kein Loch. Oh nein. Naja. Gar kein Loch? Nee. Aber hörst du mich bohren? Ja, ja. Das macht mir ja Sorgen. Ja, ich fühle mich halt an damals, ja, ich sehe dich aus dem Boden rausdroppen. Wenn ich da jetzt wahrscheinlich reinfalle, dann sehe ich es vielleicht. Fällst du wieder in die Unendlichkeit, nehme ich an. Oh ja, Tatsache, ich falle in die Unendlichkeit dann. Oh, verdammt. Was ist egal. Ist immer noch kein Rad dran. Nee, ich muss noch ein bisschen mehr machen. Ja, ich würde dir gerne helfen, aber mach mit rechter Maustaste, ne? Mach mit rechter Maustaste. Ja, klar. Ich bohre jetzt auch mal im Boden. Aber fall nicht rein. Ja, kann ich nicht. Ich hatte das Problem drüben schon im Eis, hatte ich das Problem schon. Als ich versucht habe, ins Eis zu bohren, ging die Oberfläche nicht weg bei mir. Also auch als ich selber gebohrt habe. Die Oberfläche bleibt wie so ein Überzug, weißt du? Ja, ja. Das war aber auf dem Heimatplaneten nicht so, ne? Das war ganz früher mal oder sowas, ne? Ja, ganz am Anfang, wo wir unsere ersten Fahrzeugexperimente gemacht haben. Ähnlich wie hier. Ja.
Okay, also es ist mittlerweile ein richtig großes Loch geworden. Ja, ich darf mich jetzt nur noch schwebend bewegen, weil ich sehe ja nicht, wo du bist da. Okay, ich probiere es jetzt nochmal. Nee, immer noch kein Reifen dran. Nee, ich falle nicht durch den Boden, aber ich kann durch den Planeten sehen. Ich falle aber nicht durch den Boden. Ich sehe aber auch nicht, es sieht interessant aus. Ich mache da mal ein Foto von. Ich habe die Sonne unter den Füßen. Weil ich wusste es immer, du trägst Sonne im Herzen. Vielleicht klappt das ja, wenn ich mich mal relogge oder so. Das mache ich jetzt natürlich nicht. Ja. Dann, nee, weil ich habe das ja auch vorhin schon gehabt, dass ich in der Außenperspektive schwebe ich aber auch ein bisschen über dem Boot. Nee, jetzt stehe ich drauf. Jetzt passt es. Komisch. Also theoretisch müsste man da ja den Reifen anbauen können. Ich könnte ja, wenn ich eine Stahlplatte hätte, könnte ich es auch mal versuchen. Kannst du mir mal eine Stahlplatte geben oder sowas? Oder warte mal, wir haben da bestimmt... Nee, die macht er nicht, ne? Warte mal, ich gebe dir mal eine. Nee, ja, ich kann mir ja aus dem Frachtcontainer... Ich habe ja genau, vorne im Frachtcontainer, glaube ich, welche drin. Nee, da nicht. Ah, nee, ich habe jetzt mittlerweile selber Stahlplatten, aus irgendwelchen Gründen, die mir gar nicht bekannt sind. Okay, ich versuche nochmal eben. Nee, ist noch nicht. Aua, das Loch ist ja echt tief geworden hier, Mensch. Ja, aber der da ganz fleißig dran will. Ich glaube nicht die Tiefe, ich glaube das Loch müsste etwas weiter raus oder sowas. Nee, ich weiß, das Problem ist, ich weiß immer nicht, in welche Richtung jetzt diese Checkbox ist quasi. Hier, guck mal, wenn's angedockt ist, jetzt müsstest du es, siehst du es? Ja, ich sehe es. Ich hab den Fehler gefunden. Okay, dann baue ich es nochmal ab eben. So, jetzt probier's nochmal. Nee, noch nicht. Ah, vielleicht geht's ja auch so nicht. Können wir denn nachträglich den Reifen dran bauen? Geht das überhaupt? Ja, geht auch. Aber der kostet wahrscheinlich mehr Ressourcen dann, ne? Wahrscheinlich, denke ich mir. Ich denke nicht. Ich denke, das ist so ein Kombipaket quasi. Na gut, dann probieren wir es einfach aus, dann bauen wir den nachträglich dran, was soll's. Bauen wir jetzt dran? Nee. Soll mal schweißen? Okay, warte. Oder nochmal? Ja, Nee, du wolltest jetzt doch nochmal versuchen, ne? Oder? Ja, aber gut, das wird nicht funktionieren, weil... Na gut, dann pass auf, ich baue ihn mal dran, ich versuche mal so gut zu schweißen, wie es geht. So, ja, der ist dran. Und wie willst du jetzt den Reifen dran kriegen? Gibt es denn nur Wheel? Es gibt die Radaufhängung dreimal. Nee. Nur ein Wheel gibt es gar nicht. Es gibt die Radaufhängung und es gibt das Wheel Suspension Kit. Das ist aber beides dasselbe. Und nur jetzt kommt das Rad als eigenständiges Teil. Wheel? Aber wo siehst du das? Nee, nur Rad. Ja, aber heißt das dann Rad? Ja. Ah, Rad 5x5, stimmt, da. Kannst bloß gerade 0,0 befestigen. Ja, ich auch nicht. Also ich sowieso nicht wahrscheinlich, weil er der Meinung ist, nee, weil ich keine Stahlplatten mehr habe. Hast du noch Stahlplatten? Warte mal kurz, wie ist denn das da? Ah, okay. Hm? Weißt du, warum das nicht geht? Nee. Ganz banal, wir hätten da gar nichts machen müssen, weil... Habe ich es falsch rummontiert? Dieses Solarpanel ist um einen Block in die falsche Richtung verzogen. Echt? Beim anderen Ding geht es gerade so hin, weil das hängt schon so ein bisschen drin. Alles klar. Pass auf, dann baue ich es wieder ab. Ich würde das andere auch abbauen. Wir müssen beide abbauen, weil. Wie? Das Solarpanel kann man auch um eins verschieben, einfach eben, oder? Nee, das hintere auch müssen wir auch um eins nach hinten verschieben, weil ansonsten kommen wir dann mit dem Rad ins Gehege. Die liegen schon auf. Ich glaube, wenn da eine Bewegung reinkommt, bricht uns das Panel ab. Wie, das hintere? Das hintere Panel ist doch gut. Nee, schau mal bei mir. Ach so, das auf der Seite. Oh ja, oh. Das liegt schon auf dem Reifen auf quasi. Ah ja, das stimmt. Das mache ich gleich weg und dann... Oh, ja. Kommt das alles in unsere... Okay, mein Inventar ist voll. Obwohl, das kann ich eigentlich mal so mitnehmen. Dann baue ich das hinten einfach neu dran. Also wenn du noch Inventarplatz hast, überlasse ich dir das mit dem Solarpanel gerade mal. Du hast normale Solarzellen genommen, oder Large? Normale nehme ich an. Ich habe gar keine genommen. Ich habe es ja nicht gebaut. Oh ja.
Hier steht, ja, nur, hier steht Solarzelle einfach nur. Das werden die normalen sein. Okay, ist dran. Kannst du das also hier das vorne auch nochmal machen? Ich habe schon mal ein bisschen demontiert, aber mein Inventar ist jetzt voll. Den Rest schweiß ich dann, der fehlt. Da hinten machen wir dann einfach nochmal andere Fahrwerke dran. Die Solarzellen müssen wir sowieso irgendwie anders montieren, irgendwie auf eine Halterung, dass die über uns sind oder sowas, ne? Ja, das müssen wir dann später machen. Ich tue sie jetzt einfach erstmal aus dem Weg. Okay, passt. So, dann gehe ich nochmal nach hinten und dann versuche ich nochmal hier den Reifen zu machen, ne? Moment. Jai, passt. Ja? So. Hast du noch was zum Schweißen? Stahlplatten? Ja. Und Herstellungskomponentenbefehl noch? Top. Ist fertig. Der hängt jetzt natürlich böse im Boden. Ach nee, für mich hängt er nur böse im Boden drin. Für dich hängt das Ding im Loch drin, ne? Bei mir ist er völlig frei. Okay, ja. Nee, bei mir hängt er ein bisschen im Boden drin. Kann sein, dass wir uns da ein bisschen festfahren. Das ist möglich. Ja. Dass wir ein bisschen anschieben müssen. Aber den müssen wir jetzt auch nochmal. Siehst du, ich brauche ein Thumbnail für diese Folge hier. Schaut mega aus, oder? Ja, mega. Mega. Das sieht übel aus. So, warte mal, den anderen stelle ich jetzt auch mal auf. Ich glaube trotzdem, dass die Reifen vielleicht ein bisschen oversized sind, aber ist okay. Ja gut, denk dran, die Breite macht's, wo du unten aufhängst. Naja. Mega Ding, ey. Es sieht aus wie ein riesen Autoscooter. Cool. Ich setze es jetzt mal auf 30 cm Höhe, damit ich es bei beiden gleich mache. Nee, auf 1 Meter. Also 30 cm ist, glaube ich, ein bisschen tief, ne? Ja, ja, ich weiß. Im Moment, damit wir aber alle gleichzeitig haben und dann können wir die alle als Gruppe runterstellen danach. Ah ja, okay, alles klar. Bei 30 cm, das müsste bei jedem passen dann. So, hier hinten haben wir dann auch noch die Aufhängung. Ja, aber gut, hier vorne hängen jetzt natürlich die Solarpaneele im Weg, ne? Ach, nee, deshalb hast du es verlängert. Ah, yo. Clever. Ey, komm mal hier, der Zwerg wieder. Warte. Also ich bin gar nicht Achso, nee, jetzt musst du. Ich hab keine Stahlplatten mehr. Genau, musst du machen. Ich das mit diesem Gehirn. Scherweißt du mal. Achso. Oh nee, okay. Jetzt hab ich's falsch gemacht. Ist aber auch kein Reifen mit dran gewesen, ne? Ja, ja, ich weiß. Deswegen bin ich ja nochmal weg. Jetzt muss man nämlich höllisch aufpassen, wie man da hingeht, damit man das nicht blockiert, okay? Okay. Ich scherweiße. Dann helfe ich mal mit hier. Nummer eins ist dran. Nanu, warum kann ich denn nicht? Okay, den Rest müsstest du jetzt haben. Ja, das Ding ist fertig und die Seite kriegen wir jetzt hin. Nein, Herstellungskomponente fehlt. Oh nö. Doch, 5 Stück. Okay, dann ich wähle mal kurz nach Hause. Nee, hier fehlen noch mehr. Hier fehlen 20 Herstellungen. Ja, Moment. Ja, nee, warte, haben wir hier noch, habe ich nicht irgendwo welche weggepackt oder sowas? Ich kann mir das gerade nicht erklären, warum uns jetzt Herstellungskomponenten fehlen. Also ich habe Stahlplatten, habe ich noch ein paar. Das ist alles nicht im Conveyor. Wir wollen hier keinen Kuhhandel machen, wir brauchen Herstellungskomponenten. Ich habe nur Stahlplatten. Wir sind zwar auf dem Mars hier, ne? Aber well. Hier wird immer noch anständig gearbeitet. Aber well. Ist doch alles Pusherbau, ich weiß es genau. Ja, okay, dann wählen wir zu Hause an, sonst. Auf nach Hause und das sehen wir in der nächsten Folge. Genau. Aua. Ja. No, dann brauchen wir noch irgendwie, was brauchen wir denn noch? Ein Reaktor, ne? Oder ein Generator oder sowas, ne? Einen Reaktor, ne? Brauchen wir auf jeden Fall. Ich glaube, mit den Solarpanelen, die sind dafür ausgelegt gewesen, hier so ein quasi, wie soll ich sagen, so eine Art Notstromenergie auf dem Planeten zu ermöglichen. Ja, halt natürlich, das Notstrom, dass das Geld funktioniert und dass die Waffentürme funktionieren und genau. Wir haben ja sogar das Waffentürme. Das tun sie ja auch. Und ich sehe schon, schaltet nächste Folge wieder ein, wenn unsere Waffentürme unsere Reifen zerschießen. Guck dir das an, wie die stehen. Das ist vielleicht nicht so richtig die beste Idee, oder? Gespeicherte Energie? Ja. Ist nicht die brauchen so gut. Gar nichts. Wir sind voll. Wir haben überhaupt 0,0 Ausgabe.
Okay. Das Gyro brauchen wir trotzdem fürs Auto, ne? Ja. Ja, doch, ja, Gyro ne? wäre ja, gut. Genau. Dann müssen wir dann später wieder anschalten. Aber wir haben kein bisschen Strom, was wir verbrauchen. Wir sind unendlich. Das ist super. Ich hätte zumindest gedacht, dass die Antenne mördermäßig zieht. Tja. Aber. Beschreib's mal nicht. Du. Irgendeine Batterie muss doch entladen. Die Kameras brauchen ja auch Energie. Ja, die Solarzellen fangen schlecht genug Mondlicht ein oder sowas. Ich weiß nicht. Dropship-Antenne. Ach, die Antenne hat überhaupt nichts. Ich pack mal eben die Motoren, die wir hier haben, und noch die kleinen Stahlrohre. Die lasse ich einfach mal hier zurück. Dann müssen wir die nicht nochmal mitschleppen, ne? Okay, dann würde ich sagen, nächste Folge geht hier noch mehr, meine Lieben. Oh ja, es geht ja gerade auch nämlich megamäßig die Sonne auf. Aber irgendwoher wird bestimmt die Sonne herkommen. Irgendwo wird sie kommen. Wir werden es nächste Folge sehen. Stimmt, aber dann sind wir ja eh weiter oben. Genau. So. Okay. Kühe auf dem Mars. Für dich muss das komisch aussehen, wenn ich hier in dem Anzug stehe. Es sieht super aus, weil. Oh, aber das ist ein schönes Bild. Mach mal Lampe an, bitte. Ja, cool, warte mal. Außer, dass mich das Fadenkreuz, das ständig auf meiner Stirn hängt, nervt. Aber es ist. Das ist. Das schaut, weißt du, was krass ist? Du bewegst deinen Kopf nicht, aber deine Lichter gehen von unten nach oben. Tatsache. Der Mann mit den Suchscheinwerferaugen. Ja, ich bewege die Kamera gerade hier, deshalb. Ja, ich auch. Jetzt denkt euch die Melodie von Twilight Zone. Okay. Gut. Okay. Macht's gut. Dann. Bis dann. Bis tschö. Dann. Tschüss.